Herzlich willkommen im Zeppelin Museum, genauer gesagt in der Wechselausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit. Ich bin hier mit meiner Kollegin Caroline Wind. Mein Name ist Felix Banzhaf. Wir durften als Teil eines größeren Teams diese Ausstellung mitkuratieren. Und wir sind heute hier zusammen mit Frau Franken, um Ihnen einen kleinen Einblick, eine Führung durch die Ausstellung zu geben. Beyond States, über die Grenzen von Staatlichkeit. Vor über 2 Jahren nahmen wir als Ausgangspunkt den Aufstieg in den Himmel. Wie verändern sich Grenzen und die Perspektiven, wenn man eben in die Luft, in den Himmel aufsteigt, sei es mit einem Ballon oder einem Zeppelin? Wir haben uns gefragt, was ist ein Staat, und die drei wichtigsten Merkmale herausgearbeitet. Das ist das Staatsgebiet, das Gebiet, das von den Grenzen umschlossen wird, das Staatsvolk oder die Staatsbevölkerung, also die Menschen, die auf diesem Gebiet leben, und die Staatsgewalt, also die Macht, die der Staat durch seine Amtsträger, durch seine beispielsweise Polizisten, Soldaten oder auch Gerichte ausübt. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Blick auf diese Fragen massiv verändert, und wir wollen hier in 5 Bereichen eben Fragen aufwerfen, aber auch beantworten. Wie viel Staat haben wir? Wie viel Staat brauchen wir? Was für Idealzustände oder Alternativen gäbe es? Von Utopien bis Dystopien, also vom künstlerischen Entwürfen einer freiwillig gewählten oder auf Algorithmen basierenden Staatsbürgerschaft bis hin zu Katastrophenszenarien, sei es der historische Luftkrieg oder die aktuelle Prepper-Szene. Wir sind hier im Bereich drinnen oder draußen. Es geht konkret um Grenzen, und zwar um die Aufteilung des Luftraumes. Denn mit der Nutzbarkeit des Luftraums der dritten Dimension durch Ballone und später auch durch Luftschiffe war die Frage, wie ist der Luftraum aufgeteilt, wozu gehört er? Ist er frei oder gehört er zu den Ländern, die sich unter diesem Luftraum befinden? Das hat immer wieder auch zu politischen Implikationen, zu Problemen geführt. Und zwar hier haben wir ein konkretes Beispiel vom Gordon-Bennett-Wettbewerb, einem Ballonfahrerrennen aus den Jahren 1935 und 1936. Diese Handreichung zeigt, ist ein Pass, den jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommen hat, ausgestellt von verschiedenen Botschaften oder den Botschaften verschiedener Länder. Alles Länder, wo man auch erwartete, dass die Teilnehmer dort landen könnten, als Beispiel. Also beide diese Rennen haben in Warschau gestartet. Man startet immer im Land des Vorjahressiegers. Und man sieht von der Türkei über Griechenland, Dänemark bis Spanien, Italien, Deutschland, dass man erwartete, dass man überall in diesen Ländern auch hätte ankommen können. Und in diesem Papier wird eben versichert, dass man Teilnehmer oder Teilnehmerin dieses Rennens war und nicht spioniert hat oder aus militärischen Gründen mit dem Ballon unterwegs war. Wir sind im 2. Bereich der Ausstellung Ernste Spiele und stehen hier an einem Kunstwerk von Simon Denny.
Das Kunstwerk ist ein Brettspiel und dieses Brettspiel erinnert an ein ganz konkretes Brettspiel, nämlich Siedler von Catan. Siedler von Catan ist ein Spiel, das sehr gerne von reichen Menschen gespielt wird, die eine rechtslibertäre Meinung vertreten. Das bedeutet, sie sind gegen den Staat und für eine freie Wirtschaft. Bei diesem Spiel Siedler von Catan geht es außerdem darum, zu expandieren bzw. möglichst viel zu bauen. Simon Denny hat dieses Spiel jetzt etwas abgewandelt. Es geht so, dass die Welt untergeht und damit eben auch alle Staaten und die Spieler müssen sich retten. Das passiert in mehreren Schritten. Einmal über Neuseeland, dann im nächsten Schritt landet der Spieler auf einer Inselplattform im Pazifik. Und dann wiederum im nächsten Schritt wird das Weltall besiedelt mit Mars und Mond. Auf der Reise zum Weltall ist der Spieler mit vielen Problemen konfrontiert. Das heißt, er muss Formulare ausfüllen, es gibt Probleme mit dem Computer und so weiter. Zu diesem Brettspiel gehört auch die Spielanleitung, die hier auf den beiden Leinwänden zu sehen ist, und der Spieldeckel. Im Bereich 3, im Bereich Was, Wenn, geht es darum, was passiert, wenn ein Staat angegriffen wird oder anderweitig seine Souveränität verliert. Hier im konkreten Beispiel geht es um den Luftkrieg und die erstmalige Möglichkeit, auch Krieg aus der dritten Dimension zu führen. Die Deutschen hatten dies ganz massiv mit Luftschiffen, mit Zeppelinen und Schüttelanz. Also einem anderen Produzenten von Luftschiffen im Ersten Weltkrieg getan. Und hier an dieser Wand sehen wir auf der rechten Seite die deutsche Luftkriegspropaganda und auf der Gegenseite oder auf der linken Seite die Gegenpropaganda dann der angegriffenen Länder. In der deutschen Propaganda sehen wir die Überheblichkeit der Deutschen, auch eine Überbewertung des Luftschiffs, des Zeppelins als Waffe, beispielsweise eine Todesanzeige für Belgien oder auch der Zeppelin, der quasi Pralinen abwirft, also Bomben. In der Gegenpropaganda hingegen sehen wir den zerbrechlichen Zeppelin, das zerbrechliche Luftschiff, den Graf Zeppelin als ineffektiv, Tiefe als Nachteule, aber gleichzeitig auch Postkarten, die die zivilen Opfer anklagen, die eben zum ersten Mal auch hinter der Frontlinie ganz bewusst aus der Luft angegriffen werden konnten. Auch wenn die deutschen Luftschiffer immer behaupteten, ihre Angriffe seien sehr, sehr präzise, so wurden natürlich auch Zivilisten, Krankenhäuser und Kinder getroffen, weshalb die Zeppeline und die Zeppelin-Angriffe dann auch den Namen Babykillers in Großbritannien bekamen. Wir sind im vierten Bereich der Ausstellung, in dem es um Staatsgewalt und Staatssymbole geht.
Hier werden Fragen behandelt, zum Beispiel wie viel Staatsgewalt darf ein Staat haben oder wie viel Einfluss darf der Staat auf seine Staatsbürger haben. Hier knüpft die Arbeit Corliss Bai von der Künstlergruppe Peng Kollektiv sehr gut an. In dieser Arbeit geht es um Überwachung und Gegenüberwachung. Vor ein paar Jahren kam durch den Skandal um Edward Snowden zum Vorschein, in welchem Ausmaß Geheimdienste eigentlich unser alltägliches Leben beobachten und überwachen. Sie hören unsere Telefonate ab und überwachen unsere E-Mails, lesen unsere E-Mails mit. Und die Künstlergruppe, das Peng-Kollektiv, hat sich überlegt, den Spieß rumzudrehen. Und zwar, dass man selbst als Bürger, als Staatsbürger Geheimdienste anrufen kann. Das geht ganz einfach, indem man hier den Hörer abnimmt und zu einem Geheimdienst verbunden wird. Man kann sich dann auswählen, ob es ein Geheimdienst in Deutschland, in den USA, in Großbritannien oder in Frankreich sein soll. Wichtig dabei ist, dass man natürlich nichts Persönliches von sich preisgibt. Und dann kann der Spaß beginnen und man kann schauen, wie lange man einen Geheimagenten am Telefon halten kann. Wir sind im fünften Bereich der Ausstellung Wir. Es geht um Staatsbürgerschaften und Staatenlosigkeit. Das sind zwei Themen, mit denen sich der Künstler Jonas Dahl in seiner Arbeit New World Summit auseinandersetzt. New World Summit bedeutet so viel wie Versammlung oder Parlament für eine neue Welt. Und diese Arbeit besteht aus mehreren Bestandteilen, die man hier auch in der Ausstellung sehen kann. Es gibt Karten, Modelle, Videos oder eine Bodenbeklebung. In diesem Parlament, dem New World Summit, haben staatenlose Organisationen und Parteien die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben und Reden oder Vorträge zu halten. Dieser New World Summit wurde beispielsweise in Brüssel abgehalten, temporär, im Rahmen einer Ausstellung, aber wurde auch vor einigen Jahren tatsächlich architektonisch in Nordsyrien, in Rojava, umgesetzt und gebaut. Und auch hier finden Versammlungen statt und staatenlose Organisationen oder Parteien haben hier die Möglichkeit, aufzutreten. Wir konnten Ihnen jetzt in diesem Video leider nur einige Einblicke in die wesentlich umfangreichere Ausstellung geben. Im Hintergrund beispielsweise sehen Sie noch ein Kunstwerk zu flexiblen Staatsbürgerschaften von Christopher Colendron Thomas. Hier stehen wir mitten in einer Bibliothek, in der Sie hoffentlich auch bald wieder selbst recherchieren und nachlesen können. Bis dahin besteht auch die Möglichkeit, dass Sie mit uns diskutieren im Internet über unsere Ausstellungsplattform Debatorial. Dort können Sie Fragen beantworten, zum Beispiel, welche Staatsbürgerschaft hätten Sie gerne. Dort können Sie an Abstimmungen teilnehmen, mit uns schreiben, finden Sie weiterführende Literatur, einige der Kunstwerke, Bildmaterial und Auszüge aus dieser Ausstellung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns bald hier im Museum oder auf dem Debatorial. Vielen Dank und auch vielen Dank an Sie, Frau Franken.